Hallihallo, heute ist der letzte Tag in Taiwan. Ich war ja nur 7 Tage hier und siehe da, es nieselt nur. Aber leider ist trotzdem alles sehr bewölkt und bedeckt und vernebelt und so weiter. Trotzdem gehe ich jetzt zum Taipei 101 und schaue mir den an. Die haben hier überall ein Visitor Information Center an jedem Bahnhof. Und ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Es fällt einem natürlich nicht selber auf, wenn man in München wohnt, ob in München für Touristen irgendwas ist, weil man kein Tourist ist. Ich bin mir sicher, am Marienplatz und Hauptbahnhof und so weiter, ja. Aber so verbreitet wie hier, keine Ahnung. Das macht es auf jeden Fall sehr einfach und ich habe wieder meinen coolen Chipcoin. Und das ist einfach super easy und straightforward, das Bahnsystem hier. Das Taipei 101 wird auch World Trade Center genannt, was lustig ist, weil das das dritte World Trade Center ist, von dem ich weiß. Und da ist der Taipei 101. Oh mein Gott. Ich dachte, nachdem man den Burj Khalifa gesehen hat, ist alles dagegen lächerlicher Witz. Aber dieser typische asiatische traditionelle Baustil, dieses verschachtelte ineinander und irgendwie auf modern umgemünzt, sieht mega fett aus. Und ich gehe da heute leider nicht hoch, weil ich bin natürlich wieder in die Situation geraten, wo ich nur noch 200 Dollar habe, Taiwan-Dollar, weil ich die Janie gestern zum Essen eingeladen habe. Und die hat sich relativ viel da bestellt, weil für die ist das nicht so teuer gewesen. Es gibt eine extreme Nebeldecke hier, die über der Stadt hängt. Und deswegen würde ich sowieso nichts sehen. Und zweitens war ich schon voll oft auf irgendwelchen solchen hohen Gebäuden. Und ich habe ja Taipei vom Berg gestern schon gesehen, so ein bisschen. Ich bin jetzt hier mal in so einen Aufzug reingesneakt und schau mal, wie hoch ich kommen kann, ohne Eintritt zu zahlen. Und das ist hier einer von diesen mit Außenverglasung. Aber es geht nur bis zum 7. Stock und ich habe irgendwie jetzt schon das Gefühl, da unten ist so eine Art Messe, da bin ich nicht reingekommen, da kostet Eintritt, dass ich gar nicht in dem richtigen Gebäude bin, weil da drüben ist der Tower. Ich dachte, da gäbe es eine Verbindung. So, was gibt's hier? Anscheinend nichts. Also, hier ist der Plan. Am Observatory Ticketing vorbeizufahren, in das Restaurant da drüber und dann schauen, dass man da irgendwie den Aufzug reinkommt als Gast, der das Restaurant verlässt. Mal schauen, ob es klappt. Keine Chance. Kontrollen wie am Flughafen mit allem möglichen Safety-Shit und Ticketkontrolle und alles und am Restaurant, am VIP-Club, am Hintereingang, überall Leute, die es kontrolliert haben. Naja, ich hätte auch nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Was ich hier extrem geil finde, ist das Ampelmännchen. Es sieht aus wie so ein kleiner Gangster, der einen Moonwalk macht. Es ist übrigens in Korea und in Taiwan auch so, dass sich die Leute extrem daran halten, dass sie rechts stehen und links gehen. Und lustigerweise hat die Janie mir gestern erzählt, dass die taiwanesische Regierung die Leute jetzt wieder dazu auffordert, dass die Leute sich nebeneinander auf die Rolltreppen stellen und nicht in einer Reihe, weil die Rolltreppen reihenweise wegen der einseitigen Belastung kaputt gehen. Fand ich ziemlich lustig. Ich glaube aber, dass es auch den Grund hat, dass man einfach damit mehr Leute transportieren kann und dafür ist eine Rolltreppe ja eigentlich mehr oder weniger mitunter auch gedacht. Also man könnte doppelt so viele Leute befördern, dann würden diese ewigen Schlangen davor nicht entstehen. So, ich bin jetzt hier ausgestiegen, weil ich nämlich vom Zug aus hier so einen Jahrmarkt oder sowas gesehen habe und es ist eigentlich eine Station vor meiner Station, aber da gehe ich jetzt hin und laufe den Rest. Ich bin jetzt auf so einem Farmers Market gelandet und es ist unglaublich, dass egal was irgendwo wie stattfindet, es immer gut besucht ist hier. Hier gibt es grüne Eier. Hier gilt auf jeden Fall auch die Devise, frittiert schmeckt alles besser. Ich probiere jetzt zum ersten Mal rote Drachenfrucht. Das ist jetzt für mich auch eine Premiere. Die weiße in Indien hat nach kaum was geschmeckt. Erstaunlicherweise schmeckt die rote auch nicht besonders. Anscheinend muss man Feinschmecker sein. Oder sie sieht einfach nur toll aus. Auch lustig, hier spielen sie dieses Fische-Sieben-Fangen-Spiel halt einfach mit echten Fischen. Schon wieder unser Freund, für was der hier drüben alles Werbung macht in Asien, das ist ja unglaublich. Gibt hier sogar ein eigenes Minions-Haus. Naja, also dieser Markt hat sich jetzt als recht langweilig entpuppt, deswegen gehe ich jetzt mal die Station weiter. Wieder so gut. Alles muss hier möglichst süß sein. Es gibt mittlerweile so viele Maskottchen, die kann ich alle gar nicht mehr zählen. Die von den Zügen, Hello Kitty, dann diese ganzen Sachen aus dem Westen, SpongeBob und so weiter. Kakao Friends, Lion Friends. Es gibt auch in so einer Kultur, wo alles scheinbar so perfekt ist, immer wieder Anzeichen dafür, dass halt doch nicht alles perfekt ist. Und das beruhigt mich irgendwie. Hier unter der Brücke ist so ein richtig trostlos zurückgelassener Freizeitpark, der wirklich so aussieht, als wäre er irgendwie aus den 60er Jahren oder sowas.
Ich wollte eigentlich zu diesem richtig imposant aussehenden Hochhausgebäude im traditionellen Stil da hinten, hinter der Gaspipeline. Aber leider ist hier ein fetter Fluss dazwischen und ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Und mittlerweile bin ich auch ein bisschen müde geworden vom Rumlaufen, deswegen werde ich jetzt irgendwie versuchen, eine Brücke zu finden, die für Fußgänger ist. Das hier oben ist die Bahn. Und meinen Heimweg antreten. Also ich habe mir jetzt nochmal einen Bubble Tea geholt und das war jetzt ewig der Stress. Ich stehe voll auf Bubble Tea übrigens. Ich finde das mega geil. Das Original Bubble Tea füllt halt auch so ein bisschen. Ist so wie so eine kleine Zwischenmahlzeit. Ewig hat es gedauert, bis sie gerallt haben, was ich wollte. Heieiei. Naja. Weil heute der letzte Tag ist und das nur 10 kostet, will ich zumindest einmal so ein gesprungenes Soja-Ei probiert haben, was hier überall gibt. Wahrscheinlich wird mir das überhaupt nicht schmecken. So sieht das Ganze dann geschält aus und ich muss sagen, es riecht ziemlich gut. Irgendwie nach Schwein, also aber nicht dieses eklige, so nach Schweinebraten. Probier mal. Nee, es ist auf jeden Fall Soja. In Soja eingelegtes Ei. Schmeckt irgendwie nach Ei und Soja. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Shibuya Crossing hier. Da oben kann man unseren Einfluss in diese Kultur sehen. Herzlichen Glückwunsch. Das hier ist Stinky Tofu. Und es gibt eine ewig lange Schlange, um dieses Stinky Tofu zu essen, was angeblich mega geil schmecken soll. Schaut euch mal die Schlange an. Wahnsinn. Und hier ist auch so ein Laden, wo gestern eine Mega-Schlange war, da hole ich mir jetzt was. Irgendeine Spezialität seit 2004 und es ist halt jetzt gerade der Anfang vom Markt noch, aber gestern waren hier so viele Leute wieder in der anderen Schlange. Okay, ich krieg anscheinend einmal alles. Ich bin echt gespannt, was das für eine Soße ist. So viel. Thank you. Wow, cool. Und schau, wie lang die Schlange jetzt ist. Und ich habe halt einfach mal eiskalt 15 Minuten gewartet dafür. Also das muss jetzt der Mega-Shit sein. Das ist auch geil. Hier hinten haut der Typ die Wachteleier zusammen. Und er hat echt viele. Und es wird dann in diese kleinen Schälchen eingeladen. Und dann werden so Spieße draus gemacht, so Wachtelspieße. Das probiere ich gleich auch mal, aber später. Das hier schmeckt tatsächlich recht dürftig. Das sind drei verschiedene Fleischarten, alles Schwein mit Ananas und Kartoffel. Ist jetzt echt nicht so mega. Und diese Soße, wo ich dachte, das wäre so eine mega geile Soße, ist halt diese typische Käse-Nacho-Soße, die nichts mit Käse zu tun hat. Jetzt habe ich hier meinen eigenen Spieß mit 10 Wachteleier. Käse mit Tintenfisch und das ist anscheinend auch der Mega-Renner hier. Das sind riesen Schlangen. Der Nachtmarkt hier geht so ab. Am stinkenden Tofu-Stand ist immer noch so viel los. So, ich laufe jetzt einmal über den Nachtmarkt. Überbackene Oystern mit Käse. Schlussendlich gibt es kein Ende zur Auswahl. Und es ist einfach nur noch krass, wie viele Menschen hier sind. Hyperdauerbrenner ist halt Schnitzel einfach. Auch nicht schlecht. Und Gänsehals mit Kopf gibt's auch anscheinend. Und Fuß. Alles mögliche leckere Zeug hier. Voll clever. Die verkaufen den Leuten in der Schlange schon das Produkt da vorne und geben denen dafür einen Zettel, damit die nicht sich das dann anders überlegen und sich dann überlegen so, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, so, es dauert mir zu lange, ich gehe wieder. So, weil der ganze Nachtmarkt so megamäßig busy ist und ich hier schon einmal drüber gelaufen bin vor ein paar Tagen und morgen der Flug nach geht recht früh. Schaut euch das mal an, wie viel da los ist. Habe ich nicht mehr so Lust, jetzt hier einmal komplett drüber zu laufen. Ist so. Deswegen hole ich mir jetzt noch einen Maiskolben und dann geht's hoch ins Bett. Wollt ihr ein bisschen Informationen haben zu dem Teil? Ich hätte sie, wenn es euch interessiert. Kurz ein paar Eckdaten zu diesem Megagerät hier hinten. Taipei 101 ist nach den 101 Stockwerken benannt und ist von 2004 bis 2007 das höchste Bürogebäude der Welt gewesen. Das höchste Gebäude der Welt gewesen. Allerdings ist es irgendwie mit diesen Weltrekorden immer so ein bisschen komisch, weil das ist genauso wie die größte Kanone der Welt in Indien. Als wir die dann gesehen haben, war es die größte Kanone der Welt auf Rädern. Also es ist immer so eine Art Definitionssache und hier ist es so, dass der Burj Khalifa,
Also der Rohbau vom Burj Khalifa hat den schon abgelöst gehabt. Burj Khalifa, da sind aber Restaurants drin und andere Sachen und das hier ist ein reines Bürogebäude. Und deswegen ist es immer noch das zweithöchste Bürogebäude der Welt, keine Ahnung. Aber das siebthöchste Gebäude der Welt generell, aber nicht die siebthöchste Struktur der Welt, weil zum Beispiel Fernsehtürme in eine andere Kategorie fallen und die teilweise höher sind als Gebäude. Dann gibt es noch Gebäude ohne Antenne, also bis zum Dach, dann Gebäude mit Antenne. Schlussendlich ist dieses ganze Rekordgedöns ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach. Fakt ist, das Teil ist ungefähr 500 Meter hoch, jetzt weiß ich die genaue Zahl nicht mehr. Irgendwie 400 irgendwas bis zum Dach und 500 irgendwas mit Antenne. So, ich bin jetzt gerade noch mal ganz kurz zurück ins Hostel gegangen, weil ich nämlich was vergessen habe. Und zwar übelst kacken zu gehen. Das ist mir auf halbem Weg noch eingefallen.